Hallo und willkommen bei McManiacs. Ich bin der Holger und im folgenden Unboxing-Video geht es um den Dyson Airwrap Complete, einem Styling-Gerät für lange Haare von Dyson. Ja, diese Art von Unboxing und vor allem von diesem Produkt hier auf McManiacs habt ihr vermutlich nicht erwartet. Also wenn ihr neu am Kanal seid und noch nicht wisst, worum es hier geht, einfach abonnieren und das Glöckchen-Symbol klicken und auf Like klicken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video erscheint. Hier geht es also nur um ein Stylinggerät von Dyson und ums Unboxing und das gehen wir jetzt auch gleich an. Ich habe nur das Plastik abgemacht von diesem Stick hier, wo das zugeklebt war, und jetzt schauen wir uns an, was wir da in der Verpackung finden. Ich behalte mir die Verpackung aber noch als Spickzettel sozusagen hier liegen, damit ich euch keine Falschinformationen verbreite. Als erstes muss ich jetzt sagen, fällt mir hier auf, eine ultra hochwertige Box. Das sieht ziemlich genial aus, muss ich sagen. Hätte ich jetzt in dieser Form nicht erwartet. Und ich kenne ja einige Geräte, auch von Apple, die wirklich sehr, sehr toll verpackt sind. Aber das war jetzt für mich schon irgendwie neu. Dann haben wir hier so eine Lasche, die ist magnetisch, die schnappt da auf. Und wenn wir das Ding jetzt aufmachen, kommt uns, sehen wir hier, das ausgeschlagen mit schwarzem Samt. Und ihr seht, da war auch die Katze noch nicht dran. Da sind noch keine weißen Katzenhaare. Das finde ich auch ein ganz schöner Touch, dieses Lederabdeckteil. Es ist vollkommen unnötig, aber es schaut richtig gut aus. Und dann haben wir hier noch so einen Flyer, wo man sieht, wie man das Ding benutzen soll. Feuchte Haarsträhnen, ja, da kommen wir dann in der Review dazu. Ja, und es gibt auch so einen QR-Code, den ihr scannen könnt. Da gibt es dann anscheinend ein Anleitungsvideo von Dyson. Ja, und wenn wir uns jetzt das Gerät hier anschauen, dann finden wir hier das Gerät und hier die Aufsätze. Da gibt es einerseits eben diesen Föhnaufsatz. Das schaut so aus wie so ein kleiner Air Multiplier. Ich kenne es auch vom Dyson AM10, dem Luftbefeuchter. Den verlinke ich euch übrigens auch da oben, falls ihr den noch nicht kennt. Das ist ein Luftbefeuchter von Dyson, funktioniert ziemlich gut. Das ist also ein Föhnaufsatz, um dann mit dem Airwrap auch die Haare föhnen zu können. Dann haben wir hier eine Bürste, die ist für besonders viel Volumen, steht zumindest auf der Verpackung. Dann haben wir hier zwei verschiedene Bürsten, die sich eben nicht so drehen wie diese Volumenbürste. Die kann man verwenden hier. Ja, die Katze ist natürlich mitten dabei am Video, das ist ganz klar. Hat ja nicht anders sein können. Du wirst nicht gestylt übrigens. Nur falls da irgendwelche Zweifel aufkommen, so wie zum Thema Katzenhaare auf dem schwarzen Samt. Wir haben dann also hier diese beiden Bürsten, die werden verwendet für glattes Styling ohne Frizz. Zumindest diese hier. Und diese hier wird verwendet für seidig-geschmeidiges Styling. Und natürlich wird in der Review, die verlinke ich euch übrigens auch da oben jetzt in dieser Infokarte, falls sie schon fertig ist, nein, es ist kein Katzenbettchen. Das werden wir natürlich auch testen, ob diese Bürsten halten, was sie versprechen und ob man vielleicht überhaupt einen Unterschied merkt oder gar keinen Unterschied merkt. Das interessiert mich persönlich besonders, auch wenn ich keine Anwendung für dieses Ding habe, aber ich bin gespannt, ob auch diese Aufsätze, wie so ziemlich alles, was ich sonst von Dyson Zubehör kenne, tatsächlich irgendeinen praktischen Nutzen hat und irgendeinen Unterschied macht. Also grundsätzlich sehr, sehr spannend. Was übrigens auch da noch drinnen ist, ist so ein Ring. Das finde ich ganz, ganz toll, dass sie das eingepackt haben. Das ist nämlich mit so ganz kleinen Borsten und das kann man dann hier über diese Bürste, denn natürlich haben wir das sehr oft benutzt, um Volumen in die Haare reinzukriegen. Dann kann man das hier drüber ziehen und etwaige Haare, die sich verfangen haben, da schön rausbürsten mit diesem Teil. Sehr durchdacht, muss ich sagen. Und was natürlich auch der wichtigste Punkt am Airwrap ist, sind natürlich diese Dinger hier. Denn darum ist das Katzen-approved. Gut. Die gibt es in zwei Größen. Einerseits eine schmale, da kann man ganz schmale und viel mehr Ringeln und Locken machen. Und dann gibt es die breitere und mit der kann man dann natürlich etwas lockerere Locken machen. Das wird natürlich auch alles eingehend getestet. Und was dann eben das Hauptgerät ist, das ist dieser Stab, das ist der eigentliche Airwrap. Und da haben wir dann ein Kabel dran mit einem komischen Plömpel in der Mitte. Keine Ahnung, warum das da dran ist, das werde ich noch hinterfragen. Wir haben also hier diesen Föhn, das hat eine gute Griffgröße, muss ich sagen, fühlt sich gut an, ist der klassische Dyson Kunststoff, also Hochglanz. Vielleicht ein bisschen besser wäre es gewesen, wenn sie das auch so matt gemacht hätten. Wir haben hier einen Filter für die groben Haare und hier einen ganz feinen Metallfilter, den man anscheinend sehr, sehr gut abwischen kann, damit da kein Staub in das Gerät kommen können. Wir haben dann hier den Hauptschalter, um das Ding ein- und auszuschalten, und dann hier mit so einem anscheinend so einem Push-Dingsbums, um da auch noch so kalte Luftshots rausschießen zu lassen. Dann haben wir hier einen Schalter, mit dem wir die Temperatur regeln können, also warm, mittel und kalt, und hier die Gebläsestufen 1, 2, 3, also drei verschiedene Stufen. Und hier oben, das kennt ihr, wenn ihr vorne in den klassischen Föhn reinschaut, gibt es natürlich auch die klassische Heizwendel, und da kommt also dann theoretisch warme Luft drauf. Und dann schauen wir mal, wie gut man das montieren kann. Ja,
hält. Und dann haben wir diesen Aufsatz hier montiert und können damit auch schon losföhnen, würde ich sagen. Und dann gibt es hier noch diesen Verriegelungsknopf. Zack, abgenommen. Ist ganz solide gemacht. Kann man hier wieder verstauen in der Box. Und dann haben wir hier zum Beispiel diesen Aufsatz. Hakt auch ein und so soll dann, also so rein die Theorie, soll man dann hier die Haare einfach dran halten. Ich könnte es bei der Katze probieren, die hat schon viel. Und dann zieht er die Haare an und wickelt sie um dieses Ding drauf und dann werden diese Teile hier heiß und dann soll anscheinend da gute Locken entstehen. Und genau das werden wir uns in der Review anschauen. Wie gesagt, ist vorher schon in der Infokarte verlinkt. Wenn ihr dieses Unboxing-Video seht, bevor die Review erscheint, also da keine Infokarte war und ihr nicht draufklicken habt können, dann schreibt mir bitte unbedingt in die Videokommentare rein, was euch an diesem Gerät installieren würde. Und ich halte es jetzt wie ein Lightsaber, das sollte ich vielleicht nicht tun. Schreibt mir das in die Kommentare, was euch besonders interessiert am Dyson Airwrap, was unbedingt in der Review nicht fehlen darf. Und auch wenn es die Review schon gibt, dann schreibt mir trotzdem Kommentare rein. Wenn ihr Fragen habt, einfach melden und ich werde die nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, entweder selbst zu beantworten oder die Person, die im Video-Review mir zur Seite stehen wird, zu fragen, denn die hat dann das absolute Praxiswissen vom Dyson Airwrap im Alltag. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald und ciao, ciao. Dann will ich auch eher rappen. Sollen wir dich auch eher rappen? Damit wir eine Dauerwelle machen. Hm? Dauerwelle für die Miet? Jo. Jo.